Sie. In der letzten Folge. Waren also wir die coolsten Kids von allen? Abgesehen von 152 in der vorletzten Folge und vorvorletzten Folge. Waren wir die coolsten. Oh Mann, Alter. Ja, aber war das nicht quasi das, das war dann die 49 und die 48, da war das quasi mit dem Taxiunternehmen. Ich weiß das noch. Lang ist her, aber hey. So, Flummi, Deli war deutlich produktiver als du im Intro. Das war deine einzige nützliche Eigenschaft, okay? Aber... Ja, aber ich könnte dich zum jetzigen Zeitpunkt einfach mit Cortana ersetzen oder Siri und es würde wenig Unterschied machen. Aber... War eigentlich noch was, außer Taxi, was hatten wir noch? Viele kleine Sachen, ne? Taxi halt. Ja, das passt. Gut, dann viel Spaß und bleibt geil. Ja. Tag des Sieges. Also nach den ganzen geilen Militärparaden, die zu Ehren der Zweiten Weltkriegshelden hier dingst wurden und zur Vernichtung der deutschen Invasoren. Ist das immer noch ein Issue? Hä? Russland und Militärparaden wird bestimmt weggehen, na klar. Das war ein Witz, Mann. Achso, außerdem ist es übel geil, du hast diese geilen Männerchöre, die die ganzen geilen Lieder nicht trällern, sondern ballern, das ist doch voll schön. Ja, Moskau, Moskau after dark. Und, ja, die nämlich. Und Jojo wird bestimmt überhaupt nicht sich freuen, wenn dann die neuesten Waffen des russischen Militärs präsentiert werden und richtig dicke Panzer durch die Stadt fahren und so, hallo? Instant Orgasmus. Wahrscheinlich. Also, Frauen haben keine Orgasmen, das wollte ich mal klarstellen, jetzt bitte. Ist direkt Slippy Road. Also. Wir können einen Gorschen Wet Floor aufstellen oder so. Das stimmt halt. Aber danach dann... Da geht doch jeder der Waffennarren drauf ab. Ja, ein bisschen wieder. So. Aber so. Doch bestimmt auch. Ja, sicher. Also ihr beiden könnt euch ja erste Reihe stellen. Geht doch mal weg. Nee, lieber nicht. Doch, wir können zusammen zur Parade gehen. Ja, aber nicht in die erste Reihe, weil in der ersten Reihe, da sind immer diese Kameras drauf gerichtet und das Kameras ist echt kacke. Das stimmt. Ich kann mich aber trotzdem auf Kabans Schultern setzen. Oh, Vater-Kind-Tour. Mhm. Da gibt's voll die Vater-Tochter-Bonding-Moments. Mhm. Naja, und wenn sie die Sonne runterlässt, dann sagt sie, danke, Daddy. Who is your Daddy? Naja, lassen wir das. Warum ist dir das unangenehm? Nö, das nicht. Das ist das Gegenteil, das ist das Problem. Also. Mhm. Dann heißt es so schön, show me, Daddy. Mann, Alter, so weitermachen. Denn, choke me, Daddy. Ja, choke me, Daddy ist auch ziemlich gut. Danach wird irgendwann abends Konstantin durch die Bude ziehen und verkünden, dass am nächsten Tag die Leute sich präsentieren sollen, die Bock haben, sich wählen zu lassen. Einen Tag drauf wird dann gewählt. Das erste Mal, dieses Mal eine geheime Wahl. Und wenn ein paar Leute sagen, wieso das denn? Dann meint er, damit der neue Chef nicht weiß, wer ihn nicht gewählt hat. Und genau, und an Noron kommt noch, der kriegt heute Abend und am nächsten Tag und am übernächsten Tag nichts zu essen, damit er dann nicht zwischen euch scheißen muss. Der kriegt einfach am Tag vorher Abführmittel und dann nichts zu essen. Wir sind doch keine grausamen Menschen, der kriegt 3 Tage nichts zu essen. Genau. Und dann am nächsten Tag findet man sich schön in der Kapelle zusammen. Oder er kriegt eine Windel. Ekelhaft. Naja, er kann sich aussuchen, 3 Tage nichts zu essen oder eine Windel. Mhm. Mhm. Man findet sich also in der Kapelle zusammen. Und jetzt bestimmt irgendwelche ganz großartigen Riten, die sich ja Flummi überlegt hat. Was passiert denn da, bevor da die Leute verkünden, wer geil sein will? Ich hasse dich. Hättest du mich da nicht mal vorwarnen können? Nö. Sei doch mal spontan. Hätte ich mir das mal überlegen. Du hast doch entschieden, den Boss abzusetzen. Irgendwelche ganz geilen Riten, das ist die Frage. Ist das wirklich so? Also, warum soll es da jetzt irgendwelche ganz geilen Riten geben, weil ein neuer Boss gewählt wird? Weil Riten gemeinschaftsbildend sind und die innere Gruppe gegen die äußere abheben. Ich meine, wir haben echt viele Riten im normalen Alltag. Das stimmt leider einfach. Ich bin aber gerade echt unspontan. Schon mal jemanden in der Hand hier schüttelt? Okay. Ich weiß, nein, hast du nicht. Nein, ihr werdet keinen Reifen verspeisen. Obwohl ich es lustig fände. Nee, passt auf. Wir können aus einem Reifen trinken. Aus einem halbierten. Es wird einfach jeder ein Stück mehr Tattoo kriegen. Weil jede Wahl, die man miterlebt, die wird quasi mit dem Tattoo verödet auf der Haut. Ah, das klingt vernünftig. Finde ich nämlich auch. Das dauert natürlich eine ganze Weile. Man muss es sich gegenseitig machen, aber das ist ja okay. Du meinst also quasi, und je nachdem, wie die Wahl ausgeht, der quasi dann zum Boss wird, da wird dieses Tattoo dann quasi weiter zum Boss-Tattoo gedingst oder zum Boss-Teil gedingst und bei den anderen halt weiter, so wie es war. Na, und so weiter. Was weiß ich. Ja, du kriegst auf jeden Fall eine Boss-Auszeichnung. Das auf jeden Fall. Und das muss irgendwas sein, was man später wieder durch weitere Zeichnungen rückgängig machen kann. Sowas wie Warma-Chef. Na, einfach erweitern. Naja, so. Ich will eine Kapelle. Jojo hat bestimmt eine Kapelle mit einem Turm oder so. Nee, die sind echt ziemlich tribal-mäßig, die Sachen. Die waren nicht so kreativ und verschiedene Abzweigungen und Einzelzeichnungen bedeuten verschiedene Sachen, aber die waren nicht kreativ. Waren sie einfach nicht. Ich meine, du kannst ja zusätzlich noch alles machen, wie Jojo, ihr ganzer Körper ist ja eigentlich immer noch ein bunter Haufen, aber die Gang-Tattoos sind halt Dings. Ja, es wäre ein bisschen doof, wenn wir jetzt mit Buri-Tattoos auftauchen würden. Das stimmt halt. Mhm. Aber die sind ja auch so religiös angehaucht. Das macht auch keinen Spaß. Kapelle, Stern. Gibt's eigentlich eine Gang-Taskforce oder sowas in Moskau? Natürlich gibt es eine. Mit Sicherheit. Die ist übel gut finanziert, Alter. Die kann richtig durchgreifen. Und ermittlungsmäßig ist die auch ganz vorne mit dabei. Unbestechlich. Geradezu. Reinhart. Ah. Die haben bestimmt Kataloge von den Tribals und irgendwelche Dings, die dann daneben, die sagen, was bedeutet. Natürlich, das wissen auch viele Leute, die nicht bei der Gang Task Force sind, einfach weil das ganz gut ist, das zu wissen. Ja, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Ach, das bloß der Fröschling. Weißt du, ist ja was anderes als Schied, der Schlechter. So. Wenn dann die vollgeilen Riten beendet sind, die damit enden, dass man natürlich nochmal ein schönes Becherchen Schnaps trinkt, auch du. Ja, ist ja okay. Jeder halt. Es kommt nur darauf an, ob ich ein Becherchen trinken muss oder ein halb Liter Glas. Nee, du trinkst ein 250 Milliliter Glas. Okay. Damit es schön warm wird im Gedärm. Danach wird Konstantin sich erheben, Schnauze... Popcorn weg. Oh. So. Finger weg, Noran, von dem Popcorn. Du kriegst ja auch nichts. Also Leute, ich leite die Kacke ein. Danach, der Reihe nach, wer hier was sagen will, pass auf. Ihr habt meine Sache gut gemacht. Es war eine solide Fahrt. Es war eine schwierige Zeit. Was wollt ihr denn mehr? Ihr wollt jemanden, der euch sagt, wo es lang geht. Und bei dem Koks und Nutten fließen und zwar in Strömen. Ditte bin ich. Und wenn ihr irgendwas anderes erwartet, dann seid ihr hier an der falschen Adresse. Aber es reicht auch, Leute. Vergesst nicht, wer ihr seid. Dankeschön, nächster. Mir ist gerade aufgefallen, das ist kein 52-Dingsglas. Es ist ein 52 ml Saftglas. Aber da wird quasi, du trinkst immer nur einen Schluck. Und jedes Mal, wenn einer was gesagt hat, trinkst du noch einen großen Schluck. Okay. Das ist okay. Danach wird Mischa sich erheben. So Leute, Ich bin jetzt eine ganze Weile draußen und ich sag euch was. Jo, pass mal auf. Es ist nämlich so, wir sind gerade in so einer, das ist ein bisschen prekär, weil die Hälfte der alten Leute, die ganze Scheiße angefangen haben, sind im Knast und die andere Hälfte sitzt halt hier an diesem Tisch. Und wir brauchen jemanden, der quasi voll krass die Verbindung herstellen kann, damit wir das alles unter den Hut kriegen. Und ratet mir, wer die ganze Gefängnisscheiße gemacht hat. Na, Icke. Von daher, guck nicht so blöde, ihr solltet mich halt nicht an Comlink lassen, das stimmt schon. Das stimmt halt. Aber muss der Chef am Comlink sitzen? Nee, der hat eine Sekretärin und die werde ich mir aussuchen. Irgendeiner von euch macht zur Pussy und dann läuft das richtig gut geradeaus. Au. So. Denn Polina wird sich erheben und ihre glänzenden, geilen, überdimensionierten Arme verschränken, sodass sie aussieht wie der Barbar in Diablo 2, der ungefähr 5 Meter Körper hat und 1 Zentimeter Kopf. Delicious. So, ihr denkt immer alle, ihr seid die voll harten Ficker und so und lasst eure Eier raushängen. Aber wisst ihr, was euer ganzes scheiß Leben rennt da eigentlich immer nur irgendeiner nach, die ist wie eure Mutter, die euch damals gesagt hat, wo es lang geht. So, das braucht ihr. Braucht eine Frau, die euch einfach sagt, was passiert. Guckt nicht so dumm, ihr wisst nämlich, dass es stimmt. So, ich bin das Janne. Ich hau euch Janne auf den Hinterkopf, wie Mutti's gemacht hat. Ich back euch auch mal Plätzchen, wie Mutti's gemacht hat, wenn er das braucht. Aber unter mir läuft die Scheiße. Weil er einfach eine braucht, die euch sagt, was los ist. Und ihr wollt nicht irgendeine Nutte, die euch hinterrücks irgendwie dann Dildo in den Arsch steckt und euch volle Bude bei irgendjemandem anschwärzt oder so. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt eine Chefin. So ist es nämlich. Und ich weiß, dass ihr euch Gedanken macht. Na? Wie das jetzt in Zukunft wird. Und ich sag euch, wie es in Zukunft wird. Ihr seid Gänger. So. Und als Gänger haben wir doch gesagt, wir wollen ständig Kugeln fressen, damit wir nicht so viel arbeiten müssen wie irgendwelche verfickten Lohnsklaven. Ja, und das könnt ihr auch kriegen. Wir müssen nicht irgendwie jetzt Elite werden und wir müssen nicht irgendwie sonst wie hoch hinaus. Wir wollen einfach nur nutten und saufen und Koks, wie der Konstantin das gesagt hat. Und halt nicht irgendwie jetzt anfangen, Goldtransporte zu überfallen, um uns dann in Seide zu kleiden. Das wollen wir nicht. Wir wollen halt weniger zu tun haben und Party machen, wenn wir Bock haben. Das ist es. Und das kriegt er. Von Mutti. Ist es nicht schön. Saufen jetzt. So. Dann wird der Troll aufstehen. Beziehungsweise Joshua Professor. Ihr müsstet, wartet mal, oh Gott, aufstehen, ist übel dumm hier. Mann, ich trampel doch jeden kaputt. Noron, ich hab genau gesehen, dass du da einen Bonbon hast, so. Ich sag euch was. Ihr habt alle einen Punkt und Polina hat nämlich auch einen Punkt. Aber ich habe noch einen anderen Punkt, der vielleicht auch nicht ganz blöde wäre. Wir hatten in dieser Gang, und ich bin ja auch schon eine ganze Weile dabei, so. Hatten in der Gang Nummer einen, der hier das Sagen hatte. Der musste sich mit dem Typen, in Schorfrino musste der sich gut abstimmen, weil wir waren ja eigentlich eins, aber wir waren getrennt. So. Und ich glaube, wir brauchen auch jetzt eigentlich 2 Bosse. Wir brauchen 2, die sich gut abstimmen, ständig quasi, und damit sich keiner von den beiden überarbeitet. Plus, damit man Fehler ausgleichen kann. Jeder macht mal dumme Scheiße. Wenn wir 2 haben, dann sagt der andere, du, warte mal. Das war dumme Scheiße. So. Da passieren weniger Fehler. Da kann man das Beste aus beiden Welten vereinen, kann man da. Versteht er? Zum Beispiel jemanden, der denken kann und jemanden, der noch besser denken kann. Oder jemanden, der auf die Fresse hauen und jemanden, der denken kann. Ich bin zum Beispiel jemand, ich kann jemanden auf die Fresse hauen, wenn es sein muss. Bin aber auch nicht ganz blöder. Ich mach das gerne. Es ist außerdem unerwartet für Feinde. Stell dir mal vor, die wissen ja nicht, auf wen sie zuerst schießen sollen. Gibt ja 2. Und für jeden Verbündeten, den wir brauchen. Wir brauchen halt, klar, wir brauchen, was er alle gesagt hat, wir brauchen die ganzen Straßengeschäfte. Wir brauchen irgendwelche kleinen Shadowrun-Figure, die das machen. Also die mit uns was machen. Wir brauchen andere Gangs. Wir brauchen 2 Leute, Und wenn du zwei hast, passt einer von denen zu jedem Gesprächspartner. Das ist es nämlich, ne? Und deswegen sage ich zwei und ich bin einer von. Danke. Na, dann steht Jojo irgendwann auf. Naja, zwei halt. Und es braucht einen zweiten. Folgendes. Ja, wir sind eine Gang. Das stimmt, aber in der letzten Zeit hat sich ziemlich viel geändert. Die Worry ist weg. Aus der Stadt. Vermutlich auch für länger. Hoffentlich für immer. Wenn nicht für immer, müssen wir es irgendwie hinkriegen, das so zu belassen. Das bedeutet aber auch, dass sich einiges geändert hat, denn wir sind jetzt die größte Gang in der Stadt. Und zwar mit Abstand. Und viele Sachen, die vorher über die Worry gelaufen sind, müssen wir jetzt selbst regeln. Das heißt, wir müssen andere Deals machen und wir haben andere Geschäftspartner und wir müssen uns anders aufstellen. Die ganzen Straßengeschäfte und was, ja, es ist wichtig und das bleibt auch, das brauchen wir auch. Aber wir brauchen auch andere Sachen. Und dazu brauchen wir andere Kontakte und einen Zugang zu diesen Kontakten. Und wir müssen unser Geschäft breiter aufstellen. Wir brauchen viele Standbeine. Wir können nicht mit einem Deal alles finanzieren, das funktioniert nicht mehr jetzt. Dafür sind wir zu groß und dafür haben wir in der Stadt zu viel Verantwortung, sonst werden wir gefickt. Auf gut Deutsch gesagt, sonst laufen uns andere den Rang ab und dann herrscht hier Chaos und das geht nicht. Die Kontakte oder den Zugang zu den Kontakten kann ich euch liefern. Zumindest größtenteils. Genauso wie den Zugang zu den Runnern, denn viele Sachen werden wir nicht mehr selbst machen können. Das wäre zu auffällig. Genauso wie die Informationen, die wir brauchen. Ja, sie setzt sich wieder. Das war's erstmal. Ich erhebe mein Glas. Und nimm einen großen Schluck. Gaban, hattest du dir das zwischendurch wieder aufgefüllt? Ja. Also erstmal wirft jeder eine Bierdose auf Gaban. Danke. Du Ficker, Alter, sei mal nicht so gierig. Du hättest doch sehen können, dass... Mann, was wäre das, wenn es noch 10 kommt? Du bist doch blöder, Mann. So, und jetzt wirft jeder nochmal eine Bierdose auf Jojo und Professor. Hinten im Kasten sind noch welche. Tut übrigens weh, ne? Die sind voll, weil keiner hat das Bier getrunken. Also dir tut das nicht weh. Ja, yeah, das habe ich schon verstanden. Werden nicht eigentlich immer nur Bierdosen benutzt, wenn irgendwer irgendwas gesagt hat? Ja, aber man kann doch mal ein bisschen flexibel sein. Das stimmt, aber man kann auch mal kurz eine Wand aufploppen lassen, die verhindert, dass man von Tausenden von vollen Bierdosen getroffen wird. Wie schnell willst du sein? Außerdem, dann... Wir müssen doch erstmal zum Kasten. Ja, okay, dann lässt du eine Wand aufploppen. Dann wird Konstantin sagen, das lässt doch mal schön bleiben, noch bin ich doch Chef. Magierin, verbrennt sie. Du stellst dich mal schön jetzt hier in meinem Urteil. Ihr könnt nicht einfach ankommen und sagen, ja, oh ja, plötzlich machen wir 2 auf einmal. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Dafür kriegt doch schöner jetzt eine drüber. Runter mit dem Ding da. Sie nimmt das Ding runter. Ich meine, er hätte mal vorher was gesagt, hätte ich das vorher nochmal irgendwie, aber nee, seid euch ja zu fein für, oder wie? Mann, ey. Ich lasse es jetzt durchgehen, aber... Seid trotzdem beta blöde. Und du auch, Kaban. Schöne, ist jetzt noch jemand? Keiner. Judy. Bis morgen habt ihr Zeit, euch durch die Birne gehen zu lassen. Dann kommt er morgen wieder. Wer von euch kann nicht schreiben? Okay. So, dann machen wir schöne Bildzettelchen, da kreuzt er an. Das wird auch gut. Jeder, der hier will, der gibt mir mal noch ein Bildchen. Und hier die beiden Alten werden wie immer hier dann aufpassen, dass das alles mit rechten Dingen zu jeder. Dann verpiss euch jetzt. Ja, dann mache ich wie alle anderen wahrscheinlich auch das Glas leer und dann ist gut. Hm. Sehr gut. Wir gehen hinaus. Ah, Doppelspitze sagst du, hä? Warum nicht? Ich fand die Idee gut. Auch wenn ich zugeben muss, dass es nicht meine war, sondern seine. Aber gut war sie trotzdem. Was passiert, wenn ihr euch uneinig seid? Dann einigen wir uns. Und wenn eine schnelle Entscheidung getroffen werden muss? Der eine schnelle Entscheidung treffen muss, der trifft eine schnelle Entscheidung und ein Wort gilt. Das ist dann halt einfach so. Bist du sicher, dass das keinen Krawall gibt? Inwiefern Krawall? Ja, ne, stell dir mal vor, seid jetzt sowieso schon im Disput, also, ne, wollt ab zwei verschiedene Wege, sag ich mal, und da muss jemand eine schnelle Entscheidung treffen. Deswegen redet man ja die meiste Zeit. Es ist nicht so, als wären nicht die Dinge, die passieren, abgesprochen. Das ist schon gesichert, sodass man sich auch im Vorhinein über die Ausgänge verschiedener Situationen klar wird. Und wenn es wirklich mal einen unüberbrückbaren Disput gibt, was ich nicht glaube, dann wird man auch dafür eine Lösung finden. Ich meine, ich bin zwar manchmal impulsiv, aber bis jetzt konnte man eigentlich immer mit mir reden, glaube ich. Und mit Joshua ist es doch genauso. Oder wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Na gut, Mono. Du kennst das ja selber, ne? Natürlich kenne ich das selber, aber wir konnten uns doch auch immer irgendwie einigen, oder? Ja, klar. Ich meine nur, das ist halt, es könnte halt zu Verwirrung sorgen. Nö, Verwirrung nicht. Solange man sich selbst gegenseitig auf dem Laufenden hält, wenn irgendwo eine Anweisung erteilt wird, kriegt der andere eine Nachricht und dann ist gut. Erfordert viel Absprache, aber ich glaube, das ist am Anfang anstrengender. Das spielt sich dann schnell ein. Prima. Das ist gut. Ich wollte nur hören, dass ihr das euch vernünftig überlegt habt. Wir haben das schon ein paar Mal drüber geredet vorher. Noran kommt vorbei. Er hat sich alles abrasiert außer einem Schnauzbart und er hat so eine Bürobrille auf. So eine Come-on-my-face-Brille. Bloß halt für Männer. Ich hätte noch ein paar Fragen. Ich habe ja Fragen zu allen Kandidaten. Vielleicht können Sie mir das kurz beantworten, ja? Kein Kommentar. Wer redet denn mit Ihnen? Scheiß Pressesprecher, die hasse ich ja am meisten. Ich bin hier der Sicherheitsoffizier, so. Achso, ja, na gut, dann bin ich mal nicht so. Also. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Nimm mal die Schnauze jetzt. Ich bin ja, ich will... Wenn ich jetzt sage, wir haben den größten Boss der Welt, würdet ihr euch für eine Messung auf die Schulter stellen und wer würde oben sein oder würde ich das Mittel bilden müssen? Du sagst, wir haben den größten Boss der Welt, dann stelle ich mich selbstverständlich auf die Schultern, weil andersrum funktioniert's nicht, dann, Würdet ihr euch dafür auch wie ein Mac Warrior kompatibel irgendwie kleiden oder noch besser wie in Pacific Rim, du steigst in den Troll ein? Das stinkt immer so. Schön, schön, schön. Ah ja, Paulina, ich hab doch noch eine Frage. Meine Mutti war ja... Dann ist ja nicht mehr zu hören. Oh Mann. Ach, ich liebe ihn. Es gibt immer irgendjemanden Beklopptes. Das stimmt. Aber das ist okay. Das stimmt. Vlad kommt des Wegs und sagt, du, mach dich mal vom Ackerborstel, ich muss mal mit meiner Schwester auf Wörtchen reden. Na, sicher, Großer. Das ist vielleicht meine letzte Chance, du weißt schon. Oh Gott. Na dann, ne? Sprich mal klare Worte. Naja, noch kann ich die so sauber machen. Komm mal mit, Jo, legt dir die Hand um die Schulter und geht mit ihr ein paar Schritte. Macht so. Also. Ja, du, also, das in dem Fitnessraum. Hier keine harten Gefühle oder wie man sagt, ne? Also wenn du es machen solltest mit dem Düben, weiß auch nicht, was ihr euch gedacht habt, aber naja, meinetwegen, wenn du das machst, ne? Ja, bleibt's ja in der Familie, was weiß ich halt, ne, dann, ich meinte es ja auch nicht, du weißt ja, was ich meine, halt aufs Maul. Ich weiß, was du meinst. Naja, schön, dann gucke nicht so blöd, ich muss weiter. Sie klopft ihm nochmal auf die Schulter. Sie freut sich. Dude. Achso, Kaban, wenn du irgendwann mal an deinem Zimmer vorbeikommst, siehst du Roger, überaus, geradezu niederschlagen in seinem, Deluxe-Körbchen liegen. Was? Was ist los mit ihm? Kenne ich mich mit Hunden aus? Kennst du dich mit Hunden aus? Ich hab Tierführung. Hast du? Glaube ich. Ich hab Tierführung. Du hast auf jeden Fall Critterkunde. Ja, und Zoologie und so, aber... Du hast normale Zoologie, ne? Tierführung? Hast du, glaube ich, nicht. Du kannst mir mal Zoologie... Hast du jetzt auch Critter-Dingsbums, oder...? Er hat auch Parazoologie. Stimmt. Ja. Aber das nehmen wir mal nicht als Parakritter, okay. Zoologie darfst du würfeln. Du hast ja minus und Logik minus 3. Ich geh zum Tierarzt. Okay. Zu welchem Tierarzt gehst du denn? Du hast die Wahl zwischen einem Typen, der das mehr oder weniger halbtags eher in seiner Freizeit nach seinem Job macht, und den richtigen Sachen im Wesentlichen von dem Evo-Ding, wo du das Viech auch her hast. Meine Sinn ist gut genug. Ich habe das Ding ja schließlich auch da gekauft. Frag ja nur. Ist nur das Beste für das Tier. Juri. Habe ich überhaupt irgend so eine Scheiße wie Tierdings? Habe ich nicht mal. Schlechter Spielleiter. Also. Gehst da hin. Es ist Petit Fury TM von Evo. Schön. Und da hast du quasi so eine kleine Tierarztpraxis. Mit einem echten Veterinärmediziner. Sehr gut. Nach ungefähr 20 Minuten, es gäbe eine Wartezeit von etwa 20-30 Minuten, sag ich mal, wenn du da das besiehst. Das geht bestimmt auch schneller, oder? Na, du kannst ja mal mit dieser Frau am Tresen sprechen. Guten Abend. Oder guten Tag. Tag. Mein kleiner Freund hier, ich habe Roger auf die Schulter. Ich glaube, dem geht's nicht ganz so gut. Können wir das ein bisschen beschleunigen, bis der Arzt kommt? Ich weiß nicht so richtig. Der wäre vorher noch... ich weiß nicht, ich glaube, so schlimm sieht's gerade nicht aus. Kann ich mal sehen? Oh, du arme Kleine. Das war doch eigentlich eine Dame, ne? Ja, du arme Kleine. Nee, da müssen sie schon warten, aber es dauert ungefähr noch 30, 40 Minuten. Was kann ich denn für sie tun, damit das schon schneller geht? Oh, Entschuldigung? Ja? Ich denke nicht, dass da was... setzen Sie sich doch einfach hin und warten kurz, ja? Ach, seien Sie nicht so. Sie sehen doch einen kleinen Schritt zurück, was nicht aussieht, als hätte sie Angst vor dir, sondern als du störst vielleicht eher ihren nasalen Umgang. Mein Dio ist ein bisschen zu stark, ne? Ja, daran liegt's. Nun gut. Ja, ich setze mich da jetzt einfach hin. Das ist 20 Minuten, kann man ja noch warten. Ja, es dauert 40 Minuten, dann bist du dran. Ja, ich hole mir natürlich so einen schönen Becher aus dem Wasserspender. Ne? Fällt das auch nicht auf. Hm? Kostet. Ja und? Ich sag nur. Das fällt halt weniger auf, wenn man Getränke aus dem Wasserspender, aus dem Becher trinkt von einem Wasserspender. Ah, und zwischendurch willst du mal das Wasser verdünnen. Naja, ich würde es eigentlich eher ersetzen, die Farbe bleibt ja gleich. Ach so, komplett ersetzen, Junge. Na, Jodi. Der Becher muss ja nicht voll sein, muss ja nicht. Du denkst an diesen Nachteil, dass du ja nicht ganz so viel verträgst. Ja, also ich meine jetzt noch nicht, aber irgendwann, wenn du weiter, ist ja auch egal. Du wartest erst mal 40 Minuten, trinkst dann noch dein Becherchen und dann kommst du da in dieses Zimmerchen rein. Tja, was haben wir denn da? Aha, ein Hund. Das ist nicht irgendein Hund. Ja, das sehe ich. Der ist ja auch blau. Sehen Sie? Also. Haben Sie denn das Tier regelmäßig entwurmt? Er kriegt nur die beste Nahrung, also von daher. Das war ja nicht meine Frage. Sie haben ihn noch gar nicht untersucht. Das ist ja aber jetzt quasi die Anamnese. Also wenn wir das mal schnell durchgehen könnten. Haben Sie das Tier denn regelmäßig entwurmt? Können Sie bitte Roger untersuchen? Ja, Sekunde mal, ist das nicht... Das ist doch ein weibliches Tier, ne? Ja. Ja gut, das geht mich auch nichts an, aber haben Sie denn jetzt dieses Tier entwurmt? Würden Sie es denn gerne vorher untersuchen? Nee, ich würde gern erstmal wissen, ob ich das eingrenzen kann, was da mit dem Tier sein könnte. So selbstverständlich habe ich das regelmäßig entwurmt. Da war das jetzt so schwer. Schön, das ist ja schon mal gut. Das vergessen die meisten heutzutage. Sind auch alle zu dämlich für Tiere. Sollten sich auch eigentlich keine anschaffen. Schön. Sie also, wissen Sie auch genau welches Präparat? Vielleicht haben Sie doch irgendwo einen Kaufbeleg oder so. Können Sie mal nebenbei suchen, da kann ich ja schon mal nebenbei untersuchen, ja? Mhm. So, seit wann ist es schon so schlaff? Es ist mir gerade aufgefallen, dass es halt jetzt... Ich dachte, gestern wäre das normal gewesen, aber ne, das ist jetzt 2 Tage in Folge. Ja, Und sind auch sonst regelmäßig ein bisschen sich mit dem Tier bewegen. Mhm. Ich gehe mit ihm joggen. Das ist ja schön, da rennen sie den bestimmt häufig mal da weg, ne? Ich gucke ihn wirklich, böse an. Sie haben ja lange Beine, da ist ja auch egal. So, Ich würde dann noch eine Blutprobe nehmen jetzt, ne? Ist es der erste Tierarztbesuch? Der erste größere, ja. Ah, na gut, dann würde ich mal, da beruhigen Sie mal bitte Ihr Tierchen, während ich immer ein bisschen Blut abzapfe, ne? Ja. 1, 2 Liter dürften reichen. Kleiner Witz. Nicht witzig. Also, Entschuldigung, ich fand's gut. So, dann also hier. Er entnimmt etwas rote Flüssigkeit. Ja, ich beruhige Roger. Ist ja, also, das ist ja für die Eltern immer schlimmer als wie das Wiesenwasser auf dem Tisch steht. Also fahren wir fort. Genau. Ich würde jetzt noch Folgendes machen. Sie beobachten auf jeden Fall mal das Verhalten beim Fressen, sollten aber, sie sollten sich das hier besorgen, das ist leicht verträglich. Und in das Essen... Was ist das? Ja, das ist so ein verträgliches Futter, den Namen habe ich vergessen, aber das ist, keine Sorge, das ist kein Industrieabfall oder so, das ist schon Tiernahrung auch, ne? Roger ist reinstes Fleischgebot. Ja, da will ich mal sehen, wie sie das jetzt, das ist immer noch Fleischanteile, aber da will ich mal sehen, wie sie das jetzt verdaut. Ich hoffe gut. Ja, da sollten Sie immer das hier geben. Tun Sie da bitte dieses kleine Zäpfchen rein, also in das Essen bitte, das ist eine Kamera. Ich kann die Bilder in Echtzeit auswerten, wenn Sie sich dieses Programm runterladen, dann kann ich natürlich schneller irgendeine Diagnose stellen, sollte da was im Verdauungstrakt sein. Ansonsten müssen Sie dann nochmal wiederkommen zum Auslesen. Die Kamera wird danach... Also ich sag mal, wiederfinden werden wollen sie die ja nicht. Sie würden allerdings dann 150 Nuyen anstatt bekommen. Mit dem Foto insgesamt wären das jetzt 400 Nuyen, ja? Ist da sonst noch irgendwas dran an dieser Kamera? Bitte? Ist da sonst noch irgendwas dran an dieser Kamera? Wie, da war dran? Peilsender. Oder sonst irgendwas? Nee. Wie kommen Sie da drauf? Das ist eine kleine Kamera, die übermittelt halt die Bilder von, ne? Vom Gedärm. Und Sie können sie steuern, oder wie funktioniert das? Nee, die flutscht da einfach völlig rum. Das ist eine 360-Grad-Sicht und da kann man dann einiges erkennen. Da ich mal annehme, dass das gestern, heute dann relativ wenig gegessen haben wird, das Tier sieht ja auch ein bisschen schwächlich aus, ne? Da würde ich relativ freie Sicht haben. Na gut. Und dieses Futter ist inwiefern speziell? Ist einfach leicht verträglich. Weniger Fettanteil und so, ne? Ratscha kriegt Filets. Da ist kein Fett dran. Filets? Also verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, sahen bloß nicht so direkt jetzt wie der Filet-Typ aus, aber ja gut, man hat ja, wenn man fürs Jahr das aufspart, finde ich besser, als wenn man sich dann ja nicht kümmert. Meinetwegen, das ist ja schön. Ich würde Ihnen trotzdem zu dem Zeug raten, weil es speziell dafür gemacht wurde, wenn ein Tier es nicht so gut hat, dass nicht so viel Energie auf die Verdauung verschwendet wird. Sie können natürlich einfach meinen Rat in den Wind schlagen. Frage ich mich natürlich, warum Sie überhaupt hier sind, nicht? Aber am Ende ist es mir gleich. Das ist ein freundlicher Hinweis, nicht? Na gut. Wo muss ich unterschreiben? Unterschreiben müssen Sie nicht. Hier ist das Bestellungsformular. Und dann wird da quasi mein Anteil wird da mit abgerechnet. Natürlich nicht über Credstick. Wir sind ja hier nicht irgendwo in dem dritten Weltland, nicht? Okay. Dann, Also Sie müssten bei dem Formular dann nur hier entweder das Kreuz machen oder nicht, wenn ich die Bilder sofort abgreifen soll oder ob Sie dann nochmal gucken wollen. Nein, dafür komme ich wieder. Gut. Die Kamera werden es natürlich nicht mitbringen, dann müssten dann Sie dieses Gerät hier noch für 50 Yen dazu erwerben. Das speichert quasi dann die Aufnahmen zwischen und das bringen Sie dann wieder mit. Die Kamera, wie gesagt, die ist dann halt weg. Es sei denn, Sie möchten sie an raussuchen, wie gesagt, dann 50 Yen erstattet. Die Kamera werde ich Ihnen wieder. Gibt es ein bestimmtes Protokoll, um die Daten abzugreifen? Das macht das automatisch, da müssen Sie gar nichts machen. Nicht drauf rumdrücken, nicht irgendwie, das ist einfach an. Akku hält 7 Jahre. Haben das Gerät in dem Raum, wo der Hund auch ist, können Sie ihm auch gern an das Halsband stecken, das ist nicht besonders groß, wie Sie hier sehen. Und Sie bringen einfach das Gerät und wenn möglich an die Kamera wieder. Okay. Ja, ich ziehe mir da mein Geld ab, ne? Das musst du nicht machen. Okay. Ja, dann würde ich das Zeug dann auch schon bestellen und so. Sollte heute Nachmittag noch da sein? Ach nee, Quatsch, das ist ja schon Nachmittag. Sollte dann morgen früh da sein, nehme ich an. Und Sie haben nichts gerade jetzt irgendwie auf Lager, eine Kleinigkeit? Ich habe davon hier gar nichts. Das ist Zeug, das direkt angefordert wird vom Lager. Das Futter können Sie auch jetzt schon kaufen gehen. Das gibt's auch in den normalen Tierhandlungen, wo Sie das Tier erstanden haben, nehme ich da mal an, ne? Mhm. Gut. Dann ja, Comlink-Nummer wäre natürlich ganz schön, wenn ich vorher was über das Blueprint rausfinde oder so. Das wäre schon ganz praktisch. Ja, das wäre dann... Dann vielen Dank. Schön, gibt's noch Fragen? Ich denke, die nächsten Fragen werden dann nach der Diagnose. Ansonsten irgendwas, auf was ich achten soll? Ja, das Tier soll sich jetzt nicht so sehr aufregen. Machen Sie es ihm einfach ein bisschen gemütlich. Die meisten Viecher wissen ja auch eigentlich, was ihnen gut tut einigermaßen. Tiere. Keine Viecher. Ja, die meisten Viecher wissen ja, was ihnen gut tut, nicht? Und, das wird schon, also da sollten Sie jetzt erstmal nicht so viel Sorgen machen, viel Zeit mit dem Hund jetzt verbringen, das ist ja auch ein Rudeltier, ne? Und ja, mal gucken, dass es ein bisschen frisst, nicht unbedingt versuchen, da reinzustopfen, müssen es auch nicht füttern, falls er da der Typ sind, der das machen würde, ne? Das Tier frisst oder nicht und wenn es das nicht macht, ist auch manchmal besser. Ja, auch viel zu trinken bereitstellen, ansonsten, Sie müssen nicht morgen mit dem Hund joggen gehen. Mhm. Gut. Dann vielen Dank dafür. Dann wünsche ich noch einen schönen, nicht? Ja, und wir sehen uns am Tag. Gut. Könnt schon die Listen reinschicken, ne? Ja. Ja, ich gehe dann raus und beim Rausgehen, du, Rainer, und gehen dann weiter. Gut. Ja, und wie gesagt, das Zeug wird besorgt und Roger wird halt in den Raum gesteckt und ja, bemüttert. So wie es halt gehört. Ja, das ist auch sehr wichtig. Während du das bemutterst, fällt dir ein, da war was. Dieses neue Sicherheitsprotokoll von Elder, was er erlassen hat, lautet ja, es wird jedes verdammte Signal hier gestört, wenn euch irgendeinen neuen Schnickschnack kauft, melde das bei mir an, dann nehme ich das auf. Hier kommt nichts rein oder raus, was nicht irgendwie von mir beaufsichtigt und beabsichtigt wird. Ja, ich bin dann sofort bei ihm. Ja, du kommst rein, er ist sich gerade wild mit dem Bullen am Streiten. Sag ihm, dass ich recht habe. Er hat recht und ich habe ja eine Kamera, die wahrscheinlich sendet. Oh, ja, ich habe ja jetzt wo zu tun. Wir sehen uns dann später. Dann würde der Bulle etwas erzürnt rausgehen und leider bei der Tür wird so fest zuschlagen, dass irgendwas runterfällt. Ganz zufällig. Es ist ein AR-Plakat von so einer Porno-Orkin mit 4 Schwänzen. Ich schmeiß ihm die Kamera hin und... Ken? Entschuldigung. Und werde halt dieses Porno-Plakat wieder aufstellen. Das ist nett. Was ist denn das hier? Das ist ja winzig. Jep, das ist eine Darmkamera. Roger hat irgendwie Probleme. Willst sagen, du willst ja die Kamera in den Arsch stecken? Ins Futter. Hab ich jetzt damit zu tun? Das ist ekelhaft. Nee, das Ding wird wahrscheinlich senden, weil er kann auch von Ferne drauf zugreifen und ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab mir dazu extra ein Gerät geben lassen, dass es halt abfängt, aber man weiß ja nie, ne? Also jetzt nochmal für Blöde. Du willst also den Hund... Der kriegt jetzt erstmal eine Kamera ins Maul und die wandert dann, bis er die rauskackt, ne? Yep. So, und die Kamera, die sendet dann an das Ding. Ja, hoffentlich nur an das Ding. Aber ich weiß nicht, wann es noch... Und ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand anderen scheiße und ob das jetzt schon sendet. Das dauert ja nicht. Soll die Scheiße auseinanderfriemeln, ja? Ja, einfach das Signal stören wäre eigentlich super. Ja, dann sendet es ja nicht an das Gerät. Ja, außerhalb dieser 4 Wände halt, dass es nicht weiterkommt. Achso, na, dafür ist die Senderleistung sowieso nicht weit genug. Auch von dem anderen Teil nicht. Na gut. Aber warte mal, dann muss ich das blocken, dass es nicht sich über deinen Comlink noch routet oder irgendeinen anderen Scheiß, ja. Da ist natürlich schon ein GPS-Tracker drin, wenn ich mir das angucke. Ich habe ihn gefragt. Wen hast du gefragt? Den Arzt. Denkst du, der weiß so eine Scheiße? Denkst du, stell dir mal vor, du wärst so ein Megacon, würdest du sagen, hey, Lohnsklaven, klar sind eure Unterwäsche ein RFID-Chip, oder würdest du sagen, nein, wir vertrauen euch. Also, warte mal, du bist aber jetzt kein Japanokon, ne? Das sollte ich dazu sagen. Ich bin kein Japan, ja und? Ich war aber damit bei Ivo. Ja, na klar, aber der Typ weiß das noch nicht, was in dem Teil verbaut ist. Der weiß, dass es das macht, was für seine Arbeit wichtig ist und dann ist Feierabend, verstehst du? Ich wünschte, das wäre bei mir auch manchmal so. Dass du wüsstest, was für deine Arbeit wichtig ist? Nee, dass mal Feierabend ist. Ach so. Dass ich mich nicht ständig für irgendeinen Scheiß zu interessieren habe. Heute war das. Da war irgend so ein Typ da und der wollte seinem Hund eine Kamera ins Maul stopfen, damit die seinen Arsch filmt und ich muss mich jetzt drum kümmern, dass das Ding uns nicht irgendwie die ganze Bude zeigt. Das muss ein unwahrscheinlich netter und liebenswerter Kerl sein. Wenn du wüsstest, Alter. Ansonsten würde er wahrscheinlich auch völlig ausrasten, wenn du das nicht machen würdest, oder? Aber da habe ich ja keine Angst. Na, das ist ja gut, dass du keine Angst hast. Ich kenne seinen Boss. Was will er da machen? So. Ich gucke ihn einfach mal mit den richtig toten, bösen Augen an. Junge, Alter, es ist bloß ein Köter, weißt du aber schon. Es ist Roger. Roger gehört zur Familie. Ja, Mann, jetzt... Ich mache das, aber super. Ich mache das nicht mehr heute und ich mache das auch garantiert nicht morgen. Und übermorgen ist dann vermutlich Ernennungsparty. Denkst du, da setze ich mich hin und mache da irgendwas mit den scheiß Signalen? Sag mir einfach, was ich machen muss, ich kann das vielleicht auch selber. Na klar, warte mal, du kannst da wirklich ein bisschen was, ne? Mhm. Ja, aber ich werde dir damit eigentlich noch nicht vertrauen, muss ich sagen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache das in 4 Tagen, also in 4 Tagen ungefähr am Nachmittag oder am Abend, sage ich dir Bescheid und dann schiebst du dem das ins Maul. Das sind 4 Tage. Oder... Siehst du, wie er leidet? Ach, guck, die schläft doch nur, die will auch mal ein bisschen chillen. Oder du machst selber was, zeigst es mir und ich gucke mir vorher an, ob es das ist, was nötig ist. Und dann kannst du schon vorher machen. Du musst ja auch mal was dazulernen mit deinem ganzen elektronischen Kriegsführungsscheiß. Ich mach das mal. Ja, siehst du, und sobald du das hast, gucke ich mir das sofort an. Versprochen. Super. Ja, ich gehe dann in mein Zimmer und mach das. Zeig mir mal elektronische Kriegsführung und Logik. Sehr gut. Easy. Ich hatte mal mit einem Charakter, der hatte einen ganz ähnlichen Pool und der hat das nie geschafft und du schaffst das jedes Mal und ich hasse dich. Das ist cool, oder? Mann. Ich denke auch immer, du hast viel mehr darin, weil du jedes Mal genau so würfelst. Okay, du bastelst was zusammen, wo du denkst, das funktioniert. Sehr gut. Dauert ein paar Minuten, ist klar. Ja, klar. Schick's ihm zusammen. Antwort. Das war ein Fehler, mein Freund. Finde dich in meinem Büro ein. Ich gehe mit Roger und der Kamera in sein Büro. Ja, er wird mit dem Rücken dir zugekehrt sitzen, da wird er sich umdrehen und einen Umschnalldildo wie eine Katze streicheln. So. Mr. Bostel. Jetzt, da ich weiß, wozu sie imstande sind, werde ich sie viel öfter genau mit solchen Aufgaben betrauen, nicht wahr? Sie werden mir viel Arbeit abnehmen. Kannst du machen. Sehr gut. Aber jetzt mal im Ernst. Ich werde das an den nächsten gewählten Herrn, werde ich das weitergeben. Und dann wirst du bestimmt viel mehr sowas machen können. War doch lustig, oder? Hat auch Spaß gemacht. Ich hab da Bock drauf, macht wohl Spaß. Oh. Bin da jetzt nicht der Beste drin, aber... Ich liebe dich. Ich brauche dich. Sehr gut. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass du das wesentlich schneller gekriegt hast als ich. Ja, aber ich habe auch wesentlich weniger Bock drauf. Warum denn? Das macht doch Spaß. Ja, stell mal vor, du machst das 5 Jahre jeden Tag. Und halt ähnlichen Kram. Witzig. Yay. Stell mal vor, du müsstest einfach jeden Tag... Müsstest du Fertchen Kartoffelpüree kochen und eine Wurst dazulegen aus der Tüte, die du vorher noch auftaust, aber eigentlich kannst Warum du soll ich das tun? Naja, weil die ganzen Leute immer sagen, ich brauche da mal was und es ist halt nötig. Und dabei willst du viel lieber eine Creme Brûlée kochen oder so. Ja, dann machst du das auch einfach. Ja, und was ist mit dem ganzen Scheiß, der da anfällt, den die anderen gemacht haben wollen? Der muss ja trotzdem gemacht werden, oder nicht? Ja, aber für eine Creme Brûlée ist immer Zeit. Ach, du bist doch blöder, Alter. Du verstehst nicht mal die einfachsten Metaphern. Aber okay, das ist schön, dass dir das Freude macht. Wir werden jetzt öfter mal Spaß haben, das ist doch gut. Schön. Gut, dann werde ich mal versuchen, mein Hündchen zu füttern. Viel Spaß. Jo. Ja, ich präpariere Nahrung und so. Und Kamera. Ja, die wird so ein paar... Bisschen nehmen, aber nicht so viele. Willst du denn noch die Kamera schlucken? Weil das ist ja das Wichtige. Pass auf, die nimmt 3 Bissen, ne? Mhm. Die ersten beiden um die Kamera rum. Und beim dritten Mal isst sie fast nur die Kamera. Na guck. Na, ist ja brav. Schön. Dann fällt sie wieder schlaff in sich zusammen. Amen. Ja, sie wird ein bisschen... Ich decke sie zu. Sie braucht Wärme. Und dann, ja, ne, kriegst du viel zu trinken und gut. Gibt es so eine Art Vitalmonitor für Hunde? Stimmt. Natürlich, aber das müsstest du mir jetzt schon bezahlen. Wie viel kosten wir normaler 250, ne? Weiß ich nicht mehr. 150, glaube ich, oder 250, irgendwie sowas. Er kostet 250 New Yen. Ja, dann gibt's jetzt einen Vitalmonitor für Roger. Hm. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass du das von der Gruppenkasse abziehen solltest. Nee. Ist egal. Kannst du dir natürlich Jana aufschreiben. Das ist, diese 250 Euro, die habe ich hart investiert und die waren gut. Mhm. Juti. Roger hat einen Vitalmonitor. Ich überprüfe seine Vitalfähigkeiten. Lebt. Schön. Ja. So, das ist eine Verdauung von so einem Scheißköder. Die dauert einen Tag. Aber nicht bei dem Futter, der geht ja wesentlich schneller. Also wirst du vermutlich am nächsten Morgen auf jeden Fall das Vergnügen haben, die Scheiße zu durchwühlen. Ja, das kann man ja einfach abwaschen. Ist ordentlich, na nicht mal das, ich meine, du kannst einfach sieben, weil es ordentliche Durchfallscheiße ist. Jawohl. Natürlich auf deinen Teppich. Das ist nicht so das Problem. Aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Wahrscheinlich hat Roger auch schon wieder die Hälfte gefressen. Das glaube ich. Wie Hunde halt so sind. Hunde fressen ihre eigene Kotze, aber nicht ihren eigenen Durchfall. Ah, okay. Na gut. Ihre eigene Scheiße vielleicht auch, aber nicht ihren eigenen Durchfall. Nee, ihre eigenen Scheiße fressen sie nicht. Faszinierend. Erzählt sie jetzt. Pff. Aber die Scheiße von anderen fressen die bestimmt. Na, mal kosten. Wenn sie schön crunchy ist. Gut. Da sagt also, diese Wahl steht jetzt an. Ja. Daddy, schreib mir mal was. Für wen willst du deine Stimme abgeben? Achso, Flummi, du darfst auch eine Stimme abgeben, aber es ist Tradition, dass man sich nicht selbst wählt und es wird vielleicht niemand rausfinden, aber es wäre auf jeden Fall schon der größte Dickmove EU. Das stimmt. Wähl deinen Partner. Nee, das gibt uns ja nur einen Doppelpack. Mann, Alter, zum Glück weiß Flummi das nicht. Na gut, Ich mag, was Flummi mir geschrieben hat. Sie schreibt mir einen Namen und dann lässt sich am einfachsten beeinflussen. Das finde ich gut. So. Es wird angekreuzt mit schönen Gesichtern. Jeder hat wirklich sich von seiner Schokoladenseite, ich sag mal, präsentiert. Bei Mischa zum Beispiel sieht man den nackten Arsch. Aber der ist unverkennbar, da fehlt ein Stück. Und dann werden die beiden Alten das auszählen, sogar mehrmals. Dann werden sie nochmal beraten. Dann werden sie ganz viele Bierdosen an den Kopf bekommen. Und dann werden sie verkünden, Doppelspitzer. Und dann kriege ich dann noch ein Stück Tattoo. Und dann wird mordsmäßig gesoffen. Und Dinge werden zerstört. Kleine Gruppen von Gängern werden losziehen und irgendwelche Häuser auszuräumen, weil sie gerade richtig Bock drauf haben und so. Cool. Was man halt so macht. Ist das Tradition bei neuen Bossen? Ja, die ganze Stadt soll mitbekommen, dass es einen neuen Boss gibt. Es gibt einen neuen Boss, also es werden also neue Bossabgaben fällig für heute Abend. Ist ja wohl logisch. Das nicht mal, einfach ein bisschen Mayhem. Ja, und Geschenke für den Boss halt, für die Wahl. Hä? Nein! Es ist einfach so, dass ihr jetzt euch völlig auslassen könnt und ordentlich rumpeln könnt. Einmal komplett ausrasten an diesem Abend. Ja. Ich werde mich sehr stark zurückhalten, weil ich mich um Roger kümmere. Das ist ja, du wirst mir jetzt aber mal ganz kurz diesen Suchtwurf, den es da gibt. Das ist der einzige Abend, an dem die Gang quasi führerlos ist, denn die neuen Bosse sind ja erst ab dem nächsten Tag eingesetzt. Daddy, Willenskraft und Willenskraft -3. Denn du machst dir Sorgen um dein Viech und wir haben in letzter Zeit immer diese Sorgen kompensiert. Oh, du hältst dich nicht zurück. Ich halte mich ja quasi aus der Party zurück, aber ich bin ja bei Roger. Ach so, okay. Wer soll mich denn da aufhalten, wenn ich dann trinke? Gesagt. Außerdem habe ich einen Vitalmonitor, da kann ja gar nichts passieren. Ach, du kannst ja auch bei der Party sein, du siehst doch, kannst doch direkt einen Alarm einstellen, wenn bei Roger irgendwas ist. Aber wer kümmert sich dann um Roger, wenn es dem schlecht geht? Es ist immer schön, wenn die Kinder jemanden haben, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind, wenn es ihnen schlecht geht. Verstehst du nicht, dass Kaban total bekloppt ist? Doch. Ja, siehst du. So, ich meine natürlich fürsorglich war das Wort, was ich suchte. Ich mache mir halt noch Sorgen um meine Kinder. Ja, ich will die Alte. Die macht sich auch Sorgen um ihren Sohn. Klar. Ach so, die Bosse sind eigentlich auch ein bisschen dazu angehalten, auszurasten. Also der Troll wird zum Beispiel dann den Kühlschrank leerräumen, alle Ketchup-Flaschen, das sind so Plastikdrückflaschen, die es gibt, nehmen und seinen Oberkörper natürlich der Menschheit präsentieren auf dem Vorplatz und dann die ganze Scheiße über seinem Oberkörper und seinem Kopf ausdrücken und rumbrüllen und so und Mülltonnen auf die Straße werfen. Oh, Scheiße. Ja, ihr seid halt eine Gang und nie so ein Lappenverein. Das stimmt. Was zieht Jojo ab? Jojo? Will sie Feuerbälle werfen? Nee, die wirft keine Feuerbälle. Kann sie gar nicht. Vielleicht beliebt die den ehemaligen Schlafpanzer mal. Die hat noch nie irgendwas beliebt. Ich finde, das kann sie mal machen. Kann der überhaupt fahren? Hatte der? Ja, klar. Der kann fahren. Ich finde das gut, wenn er mal auf die Straße fährt und irgendwie anfängt, irgendwelche Passanten da das Rohr drauf zu richten. Das stimmt, die freuen sich. Gut. Also es wird ordentlich rasten. Und dann müssen sich alle ein bisschen erholen. Ach so, Flummi, hast du eigentlich schon deinen Rollrasen ausgelegt? Und wenn ja, wo? Also den Kunstrollrasen. Ja. Unten in dem langen Kellerflur zum Sportraum. Wie, also die ganze Länge oder was? Ja. Oh Gott. Wozu hast du Kunstrasen? Es kommt dann noch. Damit es schön weich ist darunter, verstehst du? Will sie entweder anfangen zu golfen oder was? Na klar. In dein Face. Sophisticated, wie sie ist. Und da ist da eine kleine, ist wie so eine Mini-Golfbahn, weißt du? Und ganz hinten ist so eine kleine Kuhle und da muss sich dann derjenige, der Scheiße gebaut hat, reinlegen oder reinsetzen, den Mund aufmachen und sein Maul ist dann quasi das Loch. Judy, da kann bestimmt keiner ersticken. Also, mach erst mal Kaban. Du wirst ja irgendwann so eine Mose aussuchen. Ich bin gut drauf, ja, wieso? Ja. Aber das Gute ist ja, dass mich Novakuk ja wach hält. Also. Ja, lass mich da mal kurz noch was überfliegen. Ich glaube, du kriegst ganz schön viel geistigen Schaden. Wenn das vorbei ist. Durch meine, du kannst immer nachlegen, aber ab irgendeinem Punkt kriegst du dann halt mal, also dann hast du, also du weißt schon. Ja, also ich will es ja nur so lange, dass es keiner merkt, dass ich halt völlig übertrieben habe. Du sagst, du gibst dir nur eine kleine Spitze, weil du so müde bist. Ja, genau. Nur so, dass es ein bisschen zwirbelt. Na gut. Warte. Gucken, ob dich das direkt tötet. Das Zeug ist gut, das tötet halt nicht. Wir haben den guten Scheiß. Novacoke hat echt eine übelst langweilige Downzeit so. Oh, nice. Wenn das aufhört zu wirken, dann werden Charisma und Willenskraft auf 1 reduziert. Da kannst du bestimmt dich dann zwingen, nichts zu trinken in dem Moment. Und zwar für Consti, 10 minus Consti Stunden, also bei dir 3. Na guck. Das ist ja eine gute Einrichtung. Und dann willst du zu diesem Tierarzt fahren, ja? Naja. Ich würde mal sagen, den Termin verpasse ich wohl. Vielleicht. Hey, ich dachte, dafür hast du das Novacoke. Ich dachte, ihr habt keinen richtigen Termin ausgemacht. Ach so, ja gut, stimmt. Ich habe ja das Novacoke. Dann sehe ich gar nicht so unnüchtern aus. Das ist eine gute Idee. Also das Ding ist, du kannst beim Novacoke echt eine ganze Menge nachlegen. Auch die Zeit ein bisschen rausstrecken. Bloß du wirst dann halt umso länger dich nicht abhalten können, was zu trinken. Oder du wirst auch einfach ein bisschen dreckiger gehen. Das passt schon. Du bist ein bisschen gereizter, aber du kannst schon noch ein bisschen die Überzeitspannen hinweghelfen. Ja, das macht mich ja nüchtern, ne, weiß ich ja, dann, wenn ich dann morgen halt, also, wenn dann halt der Hund fertig ist, ne? Ja, wird Gavan daran denken, sich vorher zu duschen? Ja, oder ich hab gerade einen Scheiße durch. Ja, und so eine durchwachte Nacht und alles. Sehr gut, das ist schön. Da wird auch diesmal die Schlampe dort an der Reception nicht vor dir zurückweichen. Ist auch eine andere Schlampe diesmal. Sehr gut. Du wirst dann noch 5 Minuten warten und ist ja keiner vor dir da. Du hast ja bist ja bestimmt der Erste, der auf der Matte steht. Ich bin wahrscheinlich mit denen reingegangen. Ja. Moin! Und dann gehst du direkt hinter zu dem Dude. So, Sie sind's. Na, da gucke ich erstmal kurz hier die Resultate vom Blutbild. Das wäre super. Und Gentest durch. Schön, das sind keine Parasiten. Ja, das ist doch mal super. Ja, das ist auch kein Virus, kein Bakterium. Schön Oh ja. Was? Wann haben Sie denn das Tier gekauft? Wieso? Ja, wann haben Sie das denn gemacht? Rotscham dürfte jetzt, ist der jetzt schon 2 Jahre? Oder ist er 1,5? Irgendwie sowas in der Richtung. Denk dir was aus, mega. Der ist jetzt 2 Jahre alt, wieso? Wissen Sie noch genau, wie die Linie da hieß? Ist das wichtig? Also, ja, natürlich, das ist so eine Züchtungslinie, das sollte man ja schon wissen als Hundehalter. Ja, ich kann die Züchtungszertifikate, warten Sie, hier. Ah ja, gut. Also, das ist auch alles kein Problem. Das Tier stirbt jetzt, nicht? Bitte? Also das Tier stirbt jetzt, weil, also ich sag, die positive Nachricht ist, sie können durch den Zusatzkauf von speziellen Zusatzstoffen, die sie ins Essen mischen, könnte die Lebenszeit noch um 5, 6, 7, 8, vielleicht 20 Jahre. Also ich denke, bei der Züchtung auf 20, 25 Jahre können sie da auf jeden Fall noch rausholen. Das Tier wird sie vielleicht noch überleben, nicht wahr? Aber sie müssten da schon diese Zusatzstoffe auf jeden Fall. Also die sollten sie kaufen, oder im nächsten halben Jahr wäre dann auch Schluss. Eher quälend auch und langsam dann. Ne? Also, was im Wesentlichen passiert ist, dass bestimmte Nährstoffe jetzt gerade nicht mehr aufgenommen werden können durch die ganzen Zapfen im Darm, nicht? Und dass der Darm dann anfängt zu faulen, also auch von innen. Wollen Sie mich verarschen? Nee, das ist jetzt schon mein Ernst, ja. Also, Sie haben da ein Verfallsdatum in meinen Hund programmiert? Nein, ich... wollen die mich verarschen? Ich bin doch kein Tierzüchter. Ja, ohne Scheiß mal, was zum... Ja, Sie müssen haben Sie die AGBs denn gelesen damit, was Sie gekauft haben? Alter, wollen Sie mich verarschen? Nee, das will ich nicht. Ich meine, ich bin kein Tierzüchter. Das war bestimmt... Das ist blaues Fell, da muss es doch irgendwelche Mutationen geben, natürlich. Okay, geben Sie mir das die Zusatzscheiße. Ja, natürlich. Das ist auch natürlich frei verkäuflich. Müssen Sie erstmal nicht wiederkommen, sollte noch was sein. Nach ungefähr einer Woche sollte sich das hier deutlich besser fühlen. Ihnen um die Beine springen, was nicht alles gibt. Davon immer quasi einen Teelöffel zu jeder Mahlzeit dazu geben. Schön vermengen, schmeckt scheiße, glaube ich, für Hunde. Schmeckt scheiße für Hunde? Wie soll ich das denn aufs Filet tun? Tja, da sollten Sie sich mal Gedanken machen, ob es unbedingt Filet sein muss. Sie können ja vielleicht das schreddern, das Filet. Ne? Und dann kann man das besser vermengen. Es gibt ja, Sie verstehen die Sachlage nicht. Also, ein Tier, gerade ein Hundegebiss, sollten Sie ja wissen, braucht einen gewissen Abrieb. Und das kriegt es nur durch, wenn es vernünftige Nahrung, die kein Brei ist. Gut, dann hören Sie mir jetzt mal zu. Hunde sind gar keine rein karnivoren Tiere, das heißt, reines Fleisch jeden Tag ist auch gar nicht die beste Ernährung. Es gibt nicht umsonst Hundefutter, wo da ein bisschen anderes Geporkel drin ist. Ne? Oder wollen Sie mal erzählen, dass Sie Vitamine aus dem Fleisch nur beziehen? Wissen Sie, wie viel Fleisch das dann fressen möchte, das Viech? Das Tier. Entschuldigung. Aber es gibt halt Hundefutter aus dem Grund. Sie können nicht jeden Tag nur Filet da reinstopfen. Das ist keine Katze. Also. Nein, ich werde mich jetzt nicht mit Ihnen streiten. Und für den Zahnabrieb, das ist ein gutes Argument. Ich freue mich, dass Sie sich beschäftigt haben. Hundeknochen. Beschäftigt. Na, hören Sie mal. Ich mache das nicht zum Spaß und das ist auch keine irgendeine Kacke, die ich Ihnen erzähle. Ich weiß den Scheiß. Also, wüssten Sie auch, dass es kein karnivores Tier ist. Man, das ist eine Züchtung. Also wir produzieren Kreaturen, die ein bisschen fortgeschritten sind, damit die nicht nur jeden Tag Fleisch fressen müssen, ist ja auch teuer, der Scheiß mit dem Fleisch. Sie produzieren anscheinend Tiere, die ein Verfallsdatum haben, weil sie einfach Geld verdienen wollen, sie kleiner Wichser. Ja, Moment mal, damit habe ich nichts damit zu tun, damit haben Sie so viel zu tun, wie mit... Was arbeiten Sie? Ich stehe einfach mal auf, greif so über den Tisch und zieh den Typ an die Wand. Hey, jetzt warten Sie mal, Sie können nicht. So, was wie wo? Aber, ja. Ich hab damit nichts zu tun. Das ist mein Hund. Das, Mann, Sie verstehen so, mich falsch. Also, was hab ich mit halt den Leuten zu tun, die im Labor sitzen? Wieso habt ihr mein Tier so vergiftet? Ich habe Ihr Tier nicht vergiftet. Ja, also, du besorgst mir jetzt die ganze Scheiße an Zusatzmaterialien, die ich brauche. Und die habe ich ASAPs bei mir zu Hause, ansonsten gibt's richtig Lack. Ja, warten Sie mal, also. Ich schlag dem in die Magengrube. Ja, er wird stöhnen, gar fürchterlich. So, haben wir uns verstanden. Und wo soll ich das jetzt hinbringen? Sie sind doch Arzt. Sie sind doch reich, ne? Siehste. Also. Ich frage Sie, wo Sie wohnen, Sie Schlauberger. Na, sehen Sie, dann können Sie es da in den Laden abbringen. Da hole ich das dann vielleicht ab. Ich gebe Ihnen eine Adresse von einem Laden, den wir hin und wieder mal ausquetschen. Okay. Gut. Ja, und dann lasse ich den halt runtersinken und gehe mit Roger raus. Das ist ja... Ja. Nö, also das... Nee. Mein armes Tierchen. Also ich meine, du kaufst dir bestimmt jetzt schon mal eine Anfangsfuhre, damit es losgehen kann? Okay, gut. Ist nicht so teuer, also so ein 500... Gramm-Behältnis irgendwie 95 Yen. Mhm. Ich meine, so ein Teelöffel ist ja nicht viel. Ich gehe dann übrigens auch zum Ladenbesitzer und sage dem hier, wenn das ankommt, soll er mich anrufen und dann hole ich das ab. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich gehe auch zu dem Ladenbesitzer, zu dem er das liefern soll. Und sagst ihm, das nimmst du an für mich und okay. Genau. Gut. So, die anderen erholen sich ein bisschen von der Party, aber Jojo wird sich ja leider nicht unendlich weggeknüppelt haben. Nö, nicht unendlich, nee. Aber hast du ein Glück. Das ist schön, da kannst du ja deine erste Bosse-Amtshandlung durchführen, weil der Troll gibt ihm doch einfach noch ein bisschen, der arme Kerl, der musste so viel trinken. Das stimmt, aber ich dachte, der wird nicht besoffen. Ja, sagen wir mal so, vielleicht war es ja eine Lüge. Ah. Und vielleicht hat er aber auch noch den gammeligen Scheiß dann gefressen, der überall rumstand. Oh. Also ich hab natürlich vergessen, dass direkt nach der Wahl jeder ankam und euch ja kurz gratuliert hat mit einer Umarmung und so ein Shit, ne? Mhm. Da musst du durch, Schatz. Ja. Es ist ja, wie viele Wochen sind jetzt vergangen? Ist doch schon ein bisschen her, ne, jetzt? Frag mich nicht, keine Ahnung, was steht denn hier? Ein bisschen weniger als 1,5 Monate. Na, das ist doch schon mal was. Okay. So, dann abends ruft dich Leszek an. Leszek ist so ein Ladenbesitzer, von dem du mal gehört hast, den ihr mal ausquetscht. Ja. Hallo. Ich würde gern Konstantin sprechen. Da geht aber nicht ran. Da war jetzt diese Rufumleitung nach 15 Anrufen. Mhm. Was gibt's denn? Da war heute einer von euch da. Der Ork, der nette. Mhm. Und er hat gesagt, ich soll was von denen entgegennehmen. Das hätte ich auch gerne gemacht. Überhaupt kein Stress, wirklich. Jetzt kam das aber nicht. Dafür waren aber so 2 Leute da von Evo. Und die meinten, ich hätte Stress gemacht. Und die wollten mich schon fast mitnehmen. Ich muss jetzt Schadenersatz zahlen wie Sau. Hab Verbot. In so einer Evo-Tochter, die irgendwas mit dem... Warte mal, ich komm gleich vorbei und dann kannst du mir das alles in Ruhe erzählen. Ja. Die legt auf und fährt hin. Gut. Also das nächste ist noch nicht am Abend, das wird das vielleicht so 16 Uhr sein, 16:30 Uhr. Hm. Schön. Daddy ist noch nicht wieder da, okay. So was gibt's denn? Na, also... Der war da und der wollte, dass ich da irgend so ein Zeug für ihn annehme. Weiß auch nicht genau, ne? Meinte nur irgendwas von Evo und dann holt das ab heute Abend. Aber da waren jetzt halt schon eher, waren Typen da, die sagten, ich hätte hier irgendwie Körperverletzungen und Bedrohung und so ein Shit. Hausverbot und Strafe 4000 Yen. Ansonsten wollen sie verklagen oder so ein Shit. Und die meinten auch, das wäre halt in so einem extra Ding hier, die Landesgrenze überschritten, also gilt Evo-Gesetz und so ein Kack. Und weiß auch nicht genau. Ah doch, hier, warte, ich hab das noch, das ist hier, zeig mal. Petit Furry TM. Ist die Marke. Und der Konzern ist dann halt Petit Furry Inc. Mhm. Und ich meine, ihr wisst, ich hab euch immer, ich mache das ja gerne, aber das kann ich doch ja auch nicht bezahlen. Alles gut, das kriegen wir hin. Danke. Du musst die Strafe zahlen, ja? Na, also müsste ich halt, aber wie denn? Jojo gibt ihm einen Credstick mit den 4K. Ja, du, danke. Ich hoffe, dass mit dem Verbot, da streckt sich dann nur auf dieses Furry-Ding da, weil ansonsten die Medikamente und so kaufe ich ja auch bei denen, aber das wird ja klar gehen, ne? Steht das da, es müsste da ja eigentlich drinstehen, für was dieses Verbot jetzt genau gilt. Alle Filialen von Petit Furry plus allen Veterinärmedizinern, die damit zu tun haben und allen entsprechenden Kliniken. Also nur alles, was Tierding sich ist, ja? Naja, das ist ein reines Tier-Tochter. Hast du Haustiere? Nee. Gut. Es betrifft nur Tierkliniken und all so ein Scheiß. Ah, da bin ich ja beruhigt. Dann danke. Okay. Wollt ihr ja jetzt schon den Anteil auch haben? Ich hab schon für die Woche fast alles zusammen. Du streckst fast alles oder alles? Ja, so 70% oder 60%. Dann kommt nochmal jemand, wenn du alles hast. Okay. Also gut. Ende der Woche. Ist was denn so mit Konstantin? Ist der irgendwie gerade nicht erreichbar oder so? Was willst du von Konstantin? Nee, ich bin das bloß gewohnt, mit dem das zu machen. Ich kenne dich kaum und alles, deswegen frage ich nur, ist da alles in Ordnung? Und der hatte da noch was ich für ihn, da war noch was Wichtiges und da hat er gemeint, das würde er mit mir alleine machen, deswegen. Jojo, krempelt mal kurz den Ärmel hoch, damit das mit dem, damit jetzt die Rangfolge klar ist. Das ist aber jetzt das Brusttattoo. Ach so, na dann ist ja alles klar, also ich weiß nicht, der meinte halt, da war er noch der Chef, also ich weiß nicht, ob ich dann da trotzdem das jetzt, soll ich dir sagen, um was geht? Was er machen wollte mit mir? Das kläre ich dann selber mit ihm. Okay. Also, das ist schön, ja. Danke auf jeden Fall, danke. Sie nickt ihm noch zu und geht raus. Gut. Daddy, ich habe kurz gerollt. Mit Jojo war schon was am Nachmittag. Also, es ist noch nicht abends, sodass du dein Zeug abholen könntest. Sag das nur. Ja, Jojo fährt dann zurück. Dude. Ja, dann, der wollte sich ja melden, hat er gesagt, wenn, das Zeug da ist. Ach so, ja, Entschuldigung. Dann hat er sich noch nicht gemeldet. Aber ich meine, es ist so erst nachmittags. Du hast ja eine Frist bis abends gesetzt. Du, dann gehe ich einfach eiskalt schlafen, weil das Novacoke wird wahrscheinlich gleich ablegen. Das ist schon abgeklungen. Das hält ja noch 3 Stunden bei dir. Ah, siehst du? Easy, pennst. Das ist gut. Wie jeder andere auch, außer die paar Lappen, die da schon anfangen aufzuräumen. Und damit meine ich natürlich sowas wie Gandhi, Ilka, Tamamba, wie hieß Zoya ist gut. Und die anderen Weibsbilder. Und die beiden Alten. Die beiden Alten räumen auf? Ja, die haben sie gestern Abend versprochen und irgendjemand hat es aufgenommen. Ich glaube, du warst es. Ah. Und dann hast du sie doch vermutlich früher weg und gesagt, oh, das ist aber so nett von euch. Sie hat sie vielleicht 2 Stunden länger schlafen lassen als die anderen alle, aber ja. Siehst du mal. Die sind ja schon alt. Und dann wird vermutlich sowas gekommen sein wie, oh, was willst denn du mir jetzt erzählen? Ach, scheiße. Es klopft irgendwann an Kabans Tür. Laut. Ja. Dann geht die Tür auf. Was? Guten Morgen, Aufstehzeit. Also macht die Uhr gut, ist gar nicht mehr morgen. Stimmt. Aber ich habe auch keine Scheiße gebaut. Ich auch nicht. Doch. Wann? Keine Ahnung, wo warst du heute noch so? Welchen Tag haben wir heute? Immer noch denselben. 11. Mai, Samstag. Nur beim Tierarzt, wieso? Da hast du ein bisschen Stress gemacht, hm? Die Wichser haben Roger vergiftet. Das ändert nichts daran, dass der Typ, bei den du da als Lieferadresse angegeben hast, jetzt eine Klage am Hals hat, eine Strafe von 4.000 zu zahlen hat und lebenslanges Verbot in allen, ich glaube, das war das hier, ne? Furry-TM-Gedönse da. Was? Warum das denn? Weil du da irgendwie, da war von Körperverletzung die Rede und... Ach, das soll ich nicht so anstellen. Kaban, aufstehen jetzt. Ja, warte doch kurz. Aufstehen, jetzt. Knack, 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 knack. So. Was willst du? Aufräumen. Du, jetzt. Mhm. Ah ja, und die 4K, die kriegst du, die kommt wieder in die Kasse, und zwar von deinem Konto. Ja, ich schlepp mich halt nach draußen. Aber nicht ohne Roger noch zu streicheln. Was ist mit Roger eigentlich? Keine Ahnung, die haben irgendwie ein... Die hat irgendwas gefaselt von wegen, dass jetzt seine Enzyme nicht mehr richtig übernommen werden. Deswegen ja die ganzen Mineralien nicht übernommen werden. Deswegen wird er jetzt abkatzen. Wenn er nicht irgendeine scheiß Spezialfutter kriegt. Okay. Die haben ihm einfach ein Ablaufdatum verpasst. Hm. Das ist hier so eine spezielle Züchtung, ne? Das Vieh. Entschuldigung, Roger. Scheiße, Mann. Ja, ist er. Sonst wäre er ja auch nicht so cool. Na, die Chillviecher, da war das doch ähnlich. Die sind doch auch irgendwann, wenn die nicht so ein Spezialfutter gekriegt haben, dann haben die doch da auch irgendwie Probleme gekriegt. Erinnerst du dich? Ja, stimmt. Na gut. Ja, das macht man doch nicht. Kloppt. Ja. Sie klopft ihm aber noch auf die Schulter, weil sie sogar durchaus verstehen kann, weshalb er so ausgerastet ist. Ja. Sie meint dann noch, wenn du weggehst, wie ist denn das jetzt mit dem Zeugs? Ich meine, kriegen wirst du das ja jetzt nicht. Ja, hast du dir aufgeschrieben, was es ist? Greift hinter sich in so ein Regal. Das hier. Hast du schon was davon? Ja, klar. Okay. Hab mir ja schon gedacht, dass die Lieferung ein bisschen dauert. Ja, sie klopft ihm auf die Schulter und geht. Ja, ich räume dann auf. Gut. Kurze Frage. Jojo, bei wem wird sie sich jetzt überall als erstes mit vorstellen? Zusammen mit dem Troll oder nacheinander oder nur dort? Die müssen ja nicht mal beide überall hingehen. Na, auf jeden Fall bei den wichtigsten Geschäftspartnern. Also bei denjenigen, mit denen wir irgendwie so mit am meisten zu tun haben, das ist auf jeden Fall, und die wichtigen, die einflussreicheren auf jeden Fall. Also ihr geht natürlich gemeinsam zu Demian und so ein Shit, ihr geht gemeinsam zur Red River Gang, zur Sharks. Ja. Ja. Und sonst halt ein bisschen Einzelkram, okay. Naja, hier, was ist denn mit, hier die Spieler halt, die da irgendwie auf der Ebene noch ein bisschen was zu melden haben, wie die es halt wissen müssen, mit denen man auch schon mal irgendwie so geredet hat. Ja. Okay. Der Troll wird vorschlagen übrigens, dass er zum Chinesen geht und du zu Xena, ne? Ja, ist ja okay. Da würde jetzt erstmal nichts passieren, aber... Vielleicht ist es ja auch nicht schlecht, wenn sie nicht denselben Gesprächspartner haben, die beiden. Ja, nee, das ist ja okay. Gut. Leute, ich hoffe, durch die Gewichtung, vor allem die zeitliche Gewichtung der Ereignisse ist klar geworden, was in der Runde wichtig ist. Und in der Runde ist wichtig, was Kaba mit Roger macht. Oder wegen Roger macht und nicht, was Jojo macht. Das ist ja hoffentlich klar geworden, dadurch, wie viel ich eben da Zeit gegeben habe. So. Ansonsten, weil Flummi das am Ende gefragt hat. Moment, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken. Shit. Na ja, genau. Von dem, was da kurz in dem komischen Laden angesprochen wurde, von wegen Konstantin. Ich hatte es natürlich vergessen, was da war, und Flummi hatte mich dann irgendwann nochmal erinnert. Das war nichts Besonderes, der hat noch irgendwo eine Geliebte, wenn wir es so nennen können, in ihr Spielen, in der Mätresse. Eine käufliche Konkubine, also mehr oder weniger käuflich. Und da zahlt er halt über diesen Typen da Monetos an die, damit die irgendwie durchkommt. Schön. Schön, schön. Bis zum nächsten Mal, ihr Kleinen. Gummibärchen hatte ich bestimmt auf jeden Fall schon. Scheiße, Lakritzschnecken.